Moin, moin, hallo. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Jonglage-Tutorial. Heute lernen wir einen weiteren Dreiballtrick, nämlich 4, 4, 1. Erstmal der Trick und dann wie immer kleinschrittig. Und jetzt das Ganze kleinschrittig. Wir beginnen mit einem Ball. Der erste Ball geht immer den gleichen Weg. Erst eine Säule, dann wird er rübergegeben und dann wieder eine Säule. Von da aus geht es zurück. Rübergeben, Säule, rübergeben, Säule, rübergeben, Säule. Weiter, nächster Schritt. Zwei Bälle beschreiben eine Welle. Eine Welle bedeutet, dass sie Säulen machen, allerdings in einem schnellen Takt. Es ist also nicht werfen, fangen, werfen, fangen, sondern werfen, werfen, fangen, fangen. Eins, zwei, fangen, fangen. Und dann von der anderen Seite wieder angefangen. Links, rechts, fangen, fangen, rechts, links, fangen, fangen. Im nächsten Schritt klatschen wir einmal in die Hände, während beide Bälle an ihrem höchsten Punkt angekommen sind. Das sieht dann so aus. Und jetzt kommt schon der dritte Ball dazu. Anstelle des Klatschens geben wir den Ball einfach unten rüber, in die andere Hand. Welle und rübergeben. Wir enden hier und beginnen auch hier wieder, immer da, wo ich zwei Bälle habe. Welle und rübergeben. Und jetzt versuchen wir, den Ball, den wir rübergegeben haben, sofort als erste Säule für die Welle wieder loszuwerfen. Ihr seht, der weiße Ball geht also alle Positionen einmal durch. Und so wechseln auch alle Bälle jeweils die Position durch. Wir waren jetzt einmal angekommen und wiederholen es wieder auf der anderen Seite und setzen so den kompletten Trick zusammen. So, das soll schon gewesen sein. Viele Variationen gibt es noch von diesem Trick, vielleicht bald dazu mehr auf diesem Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben und wie immer jetzt noch einmal alles in sehr langsam. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt nochmal der Reihe nach. Erst einen Ball als Säule hochwerfen, rübergeben und auf der anderen Seite wieder hoch. Zurück, wieder hoch, zurück, wieder hoch. Zwei Bälle. Beide Bälle werden als Säulen hochgeworfen. Allerdings ist der Takt schnell hintereinander. Werfen, werfen, fangen, fangen. Fleißig seid ihr, wenn ihr immer abwechselnd anfangt. Mal mit links, mal mit rechts. Das gleiche passiert jetzt, aber jetzt nutzen wir die Zeit, um einmal unter den beiden Bällen in die Hände zu klatschen. Jetzt kommt der dritte Ball. Wir werfen drei Würfe. Säule, Säule und rübergeben, stopp. Nochmal. Säule, Säule, rübergeben und stopp. Von da aus geht es dann weiter. Erst vier Würfe, fünf und dann immer so weiter. Bemerkt hier den orangenen Ball, der jede Position durchgeht. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.